Ja, ich habe jetzt so ungefähr 3 Wochen lang keine Videos gemacht. Das hat auch einen Grund. Nee, ich habe keinen Stress gehabt. Eigentlich war mir eher langweilig. Aber ich hatte kein WLAN. Bei uns zu Hause war der Internetanschluss leider kaputt und der musste erst repariert werden. Das ist heute geschehen. Genau heute. Ich habe das Video heute gedreht und werde es auch heute hochladen. Und heute wurde der Anschluss wieder repariert. Ja, also jetzt kommen wieder ein paar Videos von mir. Ich habe in der Zeit natürlich nicht faul rumgesessen. Ich habe es sogar geschafft, das Chinchilla versus Kaninchen-Video abzudrehen, was ich euch eigentlich so seit 4 Monaten versprechen tue. Aber ich habe es nie geschafft. Irgendwie immer wieder vergessen, immer wieder kam was dazwischen. Aber jetzt ist es fertig. Und es wird höchstwahrscheinlich am Wochenende online kommen. Dieses Video habe ich in meinem neuen Internatszimmer sogar schon gedreht. Ich bin im Internat umgezogen. Ich darf jetzt nämlich in der Selbstverpflegung wohnen und das freut mich. Weil ich einfach so mein eigenes Ding machen kann. Also ich wohne wie alleine, sag ich mal. Aber halt nicht komplett alleine, sondern ich verpflege mich einfach nur alleine und mache halt so mein Leben alleine. Aber halt, ich bekomme immer noch Hilfe von den Erziehern. Ja, und wenn ich Hilfe brauche, bekomme ich die. Wenn ich sie nicht brauche, bekomme ich sie halt nicht. Ist echt voll schön. Ich habe jetzt ein doppelt so großes Zimmer, was natürlich auch voll cool ist. Und passt natürlich auch so alles rein und es sieht halt einfach nicht so gedrückt aus und ich muss halt nicht auch alles so in Boxen stapeln, sondern ich kann es einfach in ein Regal packen und da liegt das halt und das Regal ist eigentlich nicht so halb leer, weil das so ein Riesenregal ist. Das ist so eine normale Kleiderschrankgröße, die auch in Hotels ist oder in Jugendherbergen. So ein großes Teil nur als Regal und das bekomme ich nicht voll. Ja, sowas gibt's auch. Ja, das war diese Information. Die nächste Information ist. Der Kanal hat eine Facebook-Seite. Ich bin aktiv auf Facebook schon länger. Durch halt mein eigenes Profil. Durch so eine kleine Seite, die ich mal erstellt hatte. Und ist mittlerweile auch eine Kanalseite. Die habe ich vor gut 3 Wochen, glaube ich, erstellt. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Und dort poste ich halt immer mal so Updates zu den Tieren, was ich gerade mache. Dass auch ich jetzt diese Pause hatte, steht da auch, weil ich wusste, ich konnte es einfach nicht sagen. Weil das halt mega viel Datenvolumen bräuchte, so ein Video hochzuladen. Also musstet ihr leider auf diese Info verzichten. Tut mir leid. Aber jetzt gibt es ja diese Post-Teile da auf YouTube. Was ja vielleicht auch mal ganz praktisch wäre, sich anzuschauen für mich. Und vielleicht kann ich euch dann darüber das nächste Mal kontaktieren und dann Bescheid sagen, was los ist. Aber irgendwie ist das schon voll doof, wenn ihr das halt nicht wisst und euch denkt ihr so, okay, sie hat keinen Bock mehr. Aber das ist ja gar nicht so. Jetzt haben wir aber noch einen wunderschönen Grund, weil wir sind fast 40 Leute. Fast 40. Ich habe im Dezember angefangen mit YouTube, so mit 2 Abonnenten. Ich glaube, so wie fast jeder von euch, die YouTube machen. Und jetzt ist es so 9 Monate später und ich habe schon 40 Abonnenten zusammen. Damit habe ich irgendwie gar nicht so richtig gerechnet. Ich weiß, so im Februar, März rum,
hier Prerogo rum, wo dann immer so 12, mal 17 da stand, und mich so mega gefreut habe. Und dann auf einmal 20, ich so, what? Und dann so, bevor ich ungefähr so Urlaubszeit, auf einmal 30, ich so, jetzt so letztes Guter, wo ich den Internet hatte, ich so, oh mein Gott, es sind 39 und what? Ich bin jetzt fast bei 40 und damit habe ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Also, ja, freut mich. Ich bin richtig happy darüber. Ich werde dazu jetzt aber nichts weitermachen. Ich hoffe, es hat sich ja benennen und ich würde einfach aber euch Danke sagen, dass ihr mich guckt, weil ich damit nicht gerechnet habe, weil es ja doch zwar süße Tiere sind, aber ich halt doch ein bisschen speziell bin. Hatte ich gedacht, okay, das wird nicht so schnell. Aber ja, ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung und freue mich sehr. Und dann habe ich noch was zu verkünden. Weil ich habe jetzt auch einen Pappmaché-Chinchilla. Ich zeige euch es jetzt kurz, aber dazu kommt auch im Anschluss ein Video. Also das zweite, was hochgeladen wird an diesem Tag, ist das über den Pappmaché-Chinchilla. Weil da gibt es noch ein bisschen mehr zu sagen. Aber das will ich jetzt hier nicht einfach so zwischen Tür und Angel machen, weil dieser jemand, der mir das gemacht hat, hat schon ein Video verdient dafür. Und ich zeige es euch jetzt einfach mal kurz. Wartet, ich hole euch die Chichi. Das ist Pappmaché-Chichi. Ich hoffe, man sieht sie. Ich muss mal kurz gucken, wo meine Kamera ist. Ach, hier. Ja, ich muss mal gucken, wie rum das Handy hängt, um dann zu wissen, wo die Kamera ist. Also, ich stelle euch jetzt Chichi als Pappmaché vor. Ich finde sie mega cool. Und auch die Farbe ist sehr, sehr gut getroffen. Ich durfte meine Mutti mir den Bildschirm beschreiben und sie meinte, das ist richtig, richtig schön geworden. Von der Farbe her. Und von der Form finde ich es wunderschön. Und ihr werdet ihr im nächsten Video sehen. Das ist sie. Ja. Dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag, Abend oder Nacht. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!